willkommen wieder zu Adis und Kemgis Doppelsprosse. Wir zeigen euch mal, wie wir hier unsere Rezepte kreieren, ja? In unserer magischen Küche. Ja? Da seht ihr erstmal hier unsere zwei Rührgeräte. Ja? Deswegen, das sind eigentlich unsere heiligen Quellen, ja? Fermentationsquellen. Und hier seht ihr schon mal, was wir alles hier vorbereitet haben. Ja, eine ganze Palette. Wir machen das immer in der Zirkulation. Das heißt, wir tun es ins Rührgerät rein, lassen es dann wieder bei Raumtemperatur fermentieren. Das heißt, wir machen es immer im Wechsel. Wie Yin und Yang, ja, beispielsweise. Ja. Und darum ist es so wichtig, wenn man tolle Kreationen kreieren möchte. Ja. So wie ein Käse-Frischkäse, ja, beispielsweise. Ja. So, wenn ihr das seht, diese Qualität, Alter, dann werdet ihr umkippen. Ja. Dann werdet ihr umkippen. How fucking delicious with taste. So delicious, ja. Das ist eine Qualität, ja. Das ist Qualität, ja. Aber was der ganze Aufwand dafür ist, ja, man muss sie erstmal schön einweichen, damit die ganze Fettinsäure abgebaut wird, damit es schleimfrei wird und natürlich durch den Einweichprozess können sich sechsmalfach die Enzyme noch mehr bilden und bei der Fermentation sogar, ja, sag ich mal, nicht hundertmal, sondern millionenmalfach Enzyme bilden, weil das ist lebendige Kost, ja. Wenn ihr sowas sieht, das ist alles lebendige Kost, ja. Rohkost und Kochkost sind beides tot, sind nicht mehr lebendig, ja. Wenn man es nur wieder belebt, die Rohkost, und wenn man die Kochkost belebt, dann ist es wieder lebendig. Und es hat viel mehr Enzyme, es können sich noch mehr Vitamine bilden, noch mehr Mineralien in der Zeit. Ja. Darum ist es so wichtig, fermentierte Rezepte zu kreieren, ja. Beispielsweise hier haben wir jetzt auch einen Orangensaft, ja, selbst gepresst im Angel Juice. Und den haben wir jetzt auch fermentieren lassen, ja. Der wird ein toller, bitzliger Geschmack sein, ja. Und natürlich haben wir hier unseren schönen Sojajoghurt, ja. Da seht ihr schon mal, wie geil die Masse sich hier bildet, ja. Das Wasser setzt sich unten ab, das soll auch so sein, ja. Und oben bildet sich die cremige Masse, ja. Und das sieht atemberaubend aus. Wenn ihr mal diesen Geschmack schmeckt, ja, von diesem Sojajoghurt, ja, da werdet ihr umkippen, Alter, ja. Deswegen, wer meine Fermentationsküche mal besuchen möchte oder generell auch bei meinen Fermentationskursen, ja, werde ich live mit meinem Bruder, mit meinem Twin Pro, ja, weil alleine schaffe ich es ja auch nicht hier alles, ja. Wir arbeiten zusammen als Team, gemeinsam als Team, ja. Wir sind eine Einheit, ja. Wir sind ein Dream Team. Deswegen schaffen wir das auch, so tolle Rezepte zu kreieren, ja. Jeder kommt auf eine bessere Idee, ja. Nein, wir müssen das so umsetzen, wir müssen das so umsetzen, ja. Jeder pusht sich dagegen, wie wir das genau kreieren, diese fermentierten Rezepte, ja. Jeder hat ein Wissen von uns beiden, ja. Wir haben auch sehr uns viel informiert natürlich über das ganze Wissen, aber letztendlich diese Rezepte haben wir selber kreiert, ja. Die hat noch, ich glaube, du hast noch nie was gehört von einem Weizengras Fermentationssaft. Glaube ich, hast du noch nie gehört, oder? Sieht klasse aus, ja. Es bildet sich Hammer jetzt, weil dieser Weizengras, ja, lebt hier weiter noch, ja, wurde direkt abgekattet, ja, von meiner Selbstplantage hier zu Hause, vom Weizengras, und direkt reingelegt, ja, damit es noch mehr Enzyme bildet, noch mehr Vitamin C und, ja, genau, euer ADG Set, bye bye, ich seh dich. Herzlich willkommen wieder zur Doppelsprosse, ADG ist wieder da, hier in unserer Fermentationsküche, ja. Bald werden wir auch unsere ersten Fermentationskurse machen, ja. Und da werdet ihr tolle Sachen sehen, ja, tolle Sachen von meinem Pro und von mir, ja, und ich mache es ganz locker, ja, ich mache es immer spontan, ich mache Rezepte spontan, ich komme einfach auf die Ideen, ja, ich mache es mit Lässigkeit, ich mache es nicht mit Zwang, ich mache es einfach mit Lockerheit, ja, mit Gefühl, mit Liebe, mit Qi, das ist ganz wichtig, ja, du musst das perfekte Handwerk haben, die Hand hat die meiste Energie, ja. Beispielsweise. Warum habe ich so eine Energie in dieser Hand, ja? Das Qi, den Qi-Ball, ja? Und darauf gehen auch die ganzen fermentierten Produkte, ja? Wenn ich das schon anfasse, dann wird es schon was, ja? Nur wenn ich das schon anfasse, wird das Produkt schon zu einem perfekten fermentierten Produkt, geschmacksvoll, ja? Und es wird zu einem Herzen, ja? Von mir, ja? Deswegen haben wir so tolle Kreationen, ja? Aber man muss das richtige Qi haben, die Ruhe, ja, das Gemüt. Man muss Geduld haben,
Das ist ganz wichtig bei der Fermentation. Ja? Das ist ein großer Aufwand. Und ihr müsst uns respektieren, selber, wir respektieren euch auch, aber ihr müsst uns auch akzeptieren, dass wir einen Aufwand dafür leisten, ja? Und dafür auch einen fairen Preis haben möchten. Ja? Weil da sind Kosten, Wartungskosten, Energiekosten, ja, und noch viele weitere Kosten, ja, Schnibbelkosten, Arbeitskosten, Handwerkskosten, ja, das muss man alles auflegen, ja, und das ist ein wahres Handwerk, eine Fermentation, ja, deswegen, früher haben das immer die Babuschkas gemacht, ja, aus Russland die Omas, ja, und das kann jeder, jeder hat das Talent dazu, ja, man muss sich nur positiv entfalten, man muss den richtigen Weg gehen, sich langsam entwickeln und dann findet man den richtigen Weg. Und diese lebendige Nahrung, seht ihr, wie die aktiv ist, Alter. Wenn ich das nur aufdrehe, den Deckel, Alter, höre ich dieses leichte Witzeln, ja, höre ich, Alter, wie die Mikroorganismen atmen, ja. Das ist so ein, das macht so eine Freude selber, ja. Wenn du sowas kreierst, ja, das macht dich überglücklich, ja. Ja. Ich mache das erste Mal sowas, ja, hier, dieses Kimchi, ja. Habe ich noch nie gemacht, habe ich schon gemacht, ja, davor, aber ich habe es in einer Heizung gemacht und hat aber nie so geklappt. Hat auch lange gedauert, ja, sehr lange gedauert, ja. Und so, ganz wichtig, das Getränk, ja, den Weizenkernlektor, das ist ein ganz wichtiges Getränk. Der macht alle Lebensmittel wieder lebendig, ja, das ist der wichtigste Part, ja. Deswegen, wenn ihr den nehmt, dann wird eure ganze Darmflora noch mehr aktiviert, ja. Weil der Darm wird frei voller Radikale, frei voller Schlacken, frei voller Schwermetalle, alles, ja. Das ist ganz wichtig, ja. Dass ihr fermentierte Sachen nimmt, ja. Und wenn dann noch in fermentierter, bierverfügbarer Form, das schnell verdaut wird, ja. Das nicht lange im Magen- und Darmtrakt alkoholisiert wird, ja. Weil das Problem ist, schnell Alkoholfusel, auch bei ketogener Ernährung können, sage ich mal, Alkoholfusel sich bilden im Magen-Darm-Trakt. Deswegen ist es so wichtig, dass man sofort, dass es sofort schnell verdaut wird, ja, und dass man halt, ja, dass man zur Aufgabe, zur Lösung findet, ja, seines Körpermechanismus, ja, das ist ganz wichtig. Und darum machen wir gemeinsam, ich und mein Pro, fermentierte Rezepte, ja. Es macht uns leidenschaftlich Spaß, ja. Und ganz wichtiger Tipp, kann ich euch aus Erfahrung erzählen. Mein Pro und ich, wir haben jetzt mittlerweile seit dieser ketogenen Ernährung keine mehr Zahnschmerzen, keine mehr Knochenprobleme. Und das ist das Problem. Wir verzehren, wir meinen immer, wir sollen auf Glucose alles zurückgreifen, ja? Und auf zuckerhaltige Sachen zurückgreifen, ja? Schlimmste ist eigentlich die Früchte, ja? Und darum ist es so wichtig, dass man nicht mehr so viele Früchte verzehren soll. Im Sommer soll man auch nicht so viele Früchte verzehren, sondern lieber Grüngräser, selber Sprossen verzehren. Ja? Und das gibt dir einen Push. Ja? Und wenn du deinen ketogenen Stoffwechsel trainierst, dann hast du einen perfekten Fettstoffwechsel und du hast noch eine bessere Ausdauer. Diese Milchsäuren, aktiven Getränke oder Fermente, ja, die geben dir so einen Boost, die geben dir direkte Power. Ja? Deswegen, ja. Ich trockenfaste manchmal 2-3 Tage, auch trotzdem dessen, ja, hab trotzdem eine Power. Aber wenn du trockenfastet, bildet sich noch eine bessere Energie, ja. Die Mitochondrien bilden aus der Sonne, aus dem Licht noch mehr Energie und speichern sich in den Mitochondrien sozusagen, ja. Deswegen ist es wichtig, dass man auch viel fastet, ja. Beides, man muss fasten und dann wieder mikroorganismische Nahrung zu sich nehmen und dann baut man brutals auf. Ja. Ich habe heute Krafttraining gemacht, ja, und ich habe gemerkt, Alter, ich habe jetzt 2 Tage trocken gefasst und dann habe ich heute mal mein Sojajoghurt gegessen, ja, heute, und Alter, brutals, Alter, was für eine Power ich hatte, Alter, Digga, ja. Brutals, ja. Da merkt man, wenn man einfach seinen Körper mal auskuriert, kann er viel mehr aufbauen, ja, und das ist eine aufbauende Nahrung, ja. Das ist mikroorganismische Nahrung, ist aufbauend. Ja, Früchte und alles Süße, was du zu dir verzehrst, schwächt deinen Körper und baut immer mehr und mehr ab. Ja. Baut alle Knochen ab, baut deine Zähne ab, du hast Zahnschmerzen, alles mögliche. Hier mittlerweile habe ich gar nichts mehr, gar keine Schmerzen. Ja. Deswegen mein Tipp für euch,
geht auf ketogene Nahrung und auch auf fermentierte, ketogen fermentierte Nahrung. Ganz wichtiger Tipp. Ja. Und euer DG sagt bye bye von Doppelsprossen natürlich. Hier mit meiner Schürze. Ja. Bitte sehr. Euer DG. Stay tuned.